Hey Leute, was geht ab? Ich sehe da hinten kommen gerade die Cops. Gucken, bin ja gerade nicht ganz hundertprozentig legal unterwegs. Aber mal schauen, ob sie kommen oder nicht. Bin im nice Hamburg. Irgendwo hier um den Dreh müsste man die neue Elbphilharmonie sehen. Ganz geil, ich habe eine ganz gute Location gerade gefunden. Und ich wollte euch mal ein bisschen was zu dem Video erzählen, was ich gerade aufgenommen habe. Und zwar war ich vor ein, zwei Tagen unterwegs. Alles so toll. Sie schlägt den Weg ein hierher. Mal gucken, was kommt. Auf jeden Fall habe ich auf der Autobahn das Auto ganz gut verkabelt. Ich habe die GoPro mit einem externen Mikro zum Auspuff hingebaut. Dann habe ich die Spiegelreflex, die ich jetzt hier gerade auch benutze, mit dem externen Mikro auch draußen am Auspuff. Hier das dicke Rode Videomic mit Puschel, verbunden mit der Spiegelreflexkamera. Hier ein Mikro, Mini-Mikro, verbunden mit der GoPro. Mein iPhone 5S genommen zum Videoaufnahmen für die Straße. iPhone 5S, womit ich das Video von der Fahrbahn mache. GoPro mit so einer App auf meinem alten 3GS, mit einer App, die ich da drauf laufen ließ. Die Leistungsdaten, Newtonmeter, PS-Zahl, Drehzahl, Drehmoment und sowas, alles ausliest, Gasstellung. Das ist ganz cool, das sieht man alles. GoPro, das Handy mit den ganzen Daten, mein Tacho. Der iCarly-Sensor mit einer App, der dann hier direkt dann die Daten ausmisst mit so einer. Ja, mal gucken, sah auf jeden Fall ganz geil aus. Ich habe das alles ein bisschen zusammen kompiliert. Achso, genau, dann habe ich vergessen. Und zwar habe ich noch mein. Da habe ich noch aufgenommen den Sound über so ein Mateo oder Meteor Mikrofon heißt das. Das habe ich extra in den Laptop angeschlossen, auf Stativ gestellt. Ansonsten habe ich hier so ein kleines Special Mic verbunden mit meinem MacBook, weil das MacBook einfach das einzige ist, wo das jetzt am besten mit connected werden kann. Ja, also ich habe halt drei Soundquellen im Prinzip für das ganze Video. Immer die GoPro mit einem externen Mikro, die DSLR die kann ich so dazu schalten, weil es ist eine einzelne Audiodatei. Und dann noch separat die einzelne Audiodatei direkt aus dem Innenraum mit einem richtig guten Mikro. Also jetzt nicht iPhone-Mikro, sondern ein richtig gutes Mikro. Und ich habe das jetzt so aufgebaut, dass ich dann jetzt die Videos, einzelne Passagen. Ich war auf der Autobahn unterwegs, habe einmal 0-260 gemacht, eine Tunnelfahrt. Und habe dann mal ein bisschen so Kamera 1, wie gesagt, Audio 1, Audio 2, Audio 3. Immer das gleiche Bild so ein bisschen gepackt. Ich hoffe auf jeden Fall, soundmäßig ist ganz gut. Ist natürlich schwer einzufangen, auch bei der Lautstärke. Auf jeden Fall ganz geil, aber schwer einzufangen. Irgendwann übertönt das und bin ein bisschen über die Autobahn geballert. Insgesamt habe ich ein Viertel Tank weggehauen und ich glaube für 30 Euro nachgetankt. Das schöne teure Ultimate 102 und ja, der Tank ging schnell weg. Waren glaube ich irgendwie 160, 170 Kilometer, die ich abgerissen habe. War aber ganz nice. War ganz coole Fahrt, war aber scheiße, war ein bisschen nass, war ein bisschen regnerisch. Ja, das eine Video ist leider nicht ganz so glücklich gelaufen mit der Soundaufnahme mit der Luftfilter direkt. Und zwar, das Ding ist viel zu laut. Also ich habe da einen Stand gemacht mit der Spiegelreflex und mit dem Mikro mit meinem MacBook. Und das lag ungefähr so hier vorne so und das andere stand auch ungefähr, wo es jetzt steht. Und dann habe ich mal Gas gegeben und einfach. Das Mikro war hier auch auf leisester Stufe und das war auch sehr unempfindlich eingestellt. Es hat komplett übertönt, also es ist nicht möglich, den Sound irgendwie als richtiges einzufangen. Ich würde es nochmal mit der GoPro versuchen, mal schauen, ob ich da irgendwie eine Besserung hinkriege, aber wer weiß. Auf jeden Fall, was ich dazu sagen kann, ist, der Sound geht ab 4,5 richtig gut los. Ist echt krass laut. Es ist wirklich, ich bin gehörgestört oder so, aber ich fand es jetzt auf der Autobahn nicht störend. Egal wie ich gefahren bin, also es war immer für mich angenehm, nett. Irgendwann werden die Windgeräusche auch lauter und also es war gut. Also ich könnte schon normal weiterfahren, so ohne irgendwie mich davon gestört zu fühlen. Ja, ansonsten weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie von der Leistung ein bisschen mehr gebracht hat. Wie gesagt, ich habe ja gerade das Ultimate 102 drin und da habe ich auf jeden Fall schon gemerkt, das Ansprechverhalten ist ganz nice und die Leistungsentfaltung, die irgendwie ab, ja, die bei dem Wagen immer ganz geil ab, ja, 5000 ungefähr, wo du nochmal merkst, da kommt nochmal richtig eine Schippe drauf, ist halt ein Stück geiler geworden, wie ich finde. Ich weiß es nicht, ob es am Sprit liegt, ich weiß es nicht, ob es am Luftfilter liegt, oder ob das einfach nur Einbildung ist, aber
gefühlt war schon geiler. Und eigentlich ist jetzt auch das beste Wetter, nochmal 0,260 zu machen. Ich bin auch recht autobahnnah, vielleicht hänge ich das gleich noch dran. Ja, viel Spaß mit dem Video. Ich freue mich über die ganzen Subscriber. Ich habe mittlerweile über 100. Das finde ich echt krass. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber ich freue mich über jeden. Ich versuche euch so gut zu helfen über den Kommentaren. Wenn Fragen da sind, auf jeden Fall immer Fragen. Und ich helfe euch. Ich wünsche euch was. Peace. Officer, officer.